Das ist das. Wobei die Enderman-Farm deutlich effektiver ist. Ja, aber ich wollte jetzt nicht bis ins End. Da hatte ich vorhin 60 Level, dann bin ich verreckt, jetzt habe ich noch 7. Das ist traurig. Wieso verrecki tutest du auch? Du bist immer runtergeflogen vorhin. Nee, ich war zu blöd zum Landen mit dem Ding. Ich hab eine Bruchlandung hingelegt. Meine Spitzhacke ist zumindest wieder voll. Schwert und Elytra aber noch nicht. Oh shit, ich schaff's nicht bis rüber. Dabei habe ich doch den lustigen Kackstift. Dabei könnte ganz knapp reichen. Ganz eigentlich knapp. Dürften die ja nicht so viel. Warum braucht die? Ich weiß gar nicht. Komm eher runter, mein Herr. Ja, meine sind jetzt auch schon zur Hälfte verbraucht durch das ständige Hin- und Herfliegen. Ja, da muss man wahrscheinlich mal ein bisschen drauf achten. Und die haben aber Haltbarkeit 3 drauf, also. Ach, das geht. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich hab das jetzt gar keinen Bock. Nur am Reparieren von dem Ding. Okay, Lydra ist ja voll, das Schwert noch nicht. Aber das ist mega. Ja gut. Jetzt müsste ich mir überlegen, wie hole ich mir jetzt Steine an den Mann. Könnte ich eigentlich direkt hier machen? Weil ist so gut wie jeder andere Ort. Haben die ja einfach nicht ausgefackelt. Schweinerei. Was hier? Aha. Keine Ahnung, was ich hier rausmache. Da kann man ja einfach mal buddeln. Ich glaube, ich weiß auch, was ich hier raus mache. Aber es wird alles dauern. Horror. Creeper-Loch repariert. Immer diese miesen Kackviecher. Das ist schon wahr. Ja. Yeah. Ich Idiot, jetzt habe ich die falsche Erde verwendet. Ne, habe ich nicht. Das ist so verwirrend, weil ich habe grobe Erde und ich habe normale Erde. Und, Was ist denn grobe Erde? Ja, die ist halt gröber, die gibt es teilweise auch. Und die wächst zum Beispiel nicht mit Gras zu. Die muss erst bearbeitet werden mit einer Hoe. Dann wird die zu normaler Erde. Mhm. Und das ist manchmal doof. Du.
Ich glaube aber sehr lange immerhin nicht mehr. Ich auch nicht. Mal irgendwie habe ich keinen Bock, Stein zu buddeln. Ist tatsächlich nicht so witzig, wie man immer denkt. Nee, nicht wirklich. Wo musst du, wenn du es jetzt nicht machst, nächstes Mal halt dann direkt anfangen mit Steinbuddel. Ja, das ist okay. Vielleicht sind mehr Leute da, die mich mit dumm Scheiß ablenken können. Ja gut, das ist richtig. Ach, ich habe den Hof nicht weit genug weggebaut. Ich muss immer Hupdis Konstrukt ansehen. Oh je. Bau einfach eine Wand davor. Ja, mache ich. Ist wunderhübsch dann. Ja, und auf die Wand mache ich dann quasi Pixelart ein ganz großes Bild. Von dem Turm, so ein Bild quasi. Oder so, ja. Oder ein Bild von Hupdi. Ja, genau. Und drunter steht, du kommst hier nicht rein. Irgendwie lustig. Oh, mir tut mein Bauch immer noch weh. Was ist denn? Das ist eigentlich nur so Teigtaschen gefüllt mit Gemüse. Aber mein Körper versucht es abzustoßen mit meinem Magen. Ja. Das gefällt mir nicht. Tja. Der erwartet halt Teigtaschen gefüllt mit anderem Zeug. Lecker Schmecker, meinst du? Ja. Ja, glaube ich leider auch. Jetzt mache ich immer noch. Keine Ahnung, so eine Riesenschneise. Ich will ja. Das wird groß. Ich brauche die Steine. Muss also sowieso groß buddeln. Kann ich nicht. Ja, ich muss es noch mit dem Hund gehen. Ist so richtig Bock drauf. Oh ja. Vor allem, wenn es langsam dunkel wird und du eigentlich nur noch rumgammeln willst, dann ist ja. Hundgehen auch am schönsten. Dann ja. Oder wenn es morgens pisst. Oh ja. Das ist so richtig. Vor allem, wenn mich dann der Regen verarscht. Weißt du, ich stehe so auf, es pisst wie die Sau. Ich so, okay, was weiß ich, fette Stiefel, Regenjacke, keine Ahnung, volles Programm. Ja. Lauf zur Tür raus, es hört auf, es regnet einfach nicht mehr. Es ist aber besser als andersrum. Das ist richtig, aber ich komme mir trotzdem etwas verarscht vor. Andersrum ist richtig kacke, das ist richtig. Lauf. Eins, zwei, drei, vier. Und das hat so schlagartig aufgehört, wie wenn einer hier talk. Das ist halt frisches Zeug, dieser Regen. Ja. Wobei ich glaube, Toggle Downfall gibt es gar nicht mehr, ne? Den gibt's glaube ich nur noch. Doch. Ne, gibt's nicht mehr. Im Singleplayer gibt's das. Es heißt jetzt Rain Clear. Jupp. Das man, schon. Es heißt jetzt anders, ja, das stimmt. Es, ja. Aber den Befehl so gibt's. Verwirrt. Was mir auch aufgefallen was es nicht mehr gibt, ist dieser 3D-Anaglyphen-Mode. Den was? Ja, dass du mit 3D-Brille zocken kannst, weißt du, mit so einer rot-blauen 3D-Brille. Ah ja. Das gibt's nicht mehr, das habe ich früher ganz oft gemacht und war echt ziemlich nett, bis auf das, dass die Farben halt dann ziemlich scheiße aussehen, aber es war trotzdem irgendwie ganz cool. Und das geht jetzt nicht mehr. Das ist belastend. Das hatte wohl keine Zukunft. Ja gut, aber man hätte es ja trotzdem drin lassen können, das ist ja... Weiß nicht. Meh. Boah, wenn man denkt, ich habe irgendwie nur den Boden der Kathedrale ein bisschen Wand. Das wird alles. Ja, das dauert noch so 10 Jahre. Ja.
Wobei man mittlerweile schon sieht, was es werden soll, wenn man so auf die Map guckt, auf die Übersicht. Ja, ist aber trotzdem irgendwie die vordere Hälfte davon, die hintere. Von daher bin ich mir nicht sicher, wie weit ich das da vorne eigentlich noch bauen will. Wird die Fenster waren halt relativ aufwendig, das dauert halt ewig. Aber da hatte ich wenigstens einen Plan, wie ich es machen will. Ja, gut. Jetzt ist dann alles improvisiert, weil den vorderen Teil werde ich auf jeden Fall neu bauen, weil der gefällt mir nicht mehr. Mhm. Und wenn wir sehen, wie das ist. Oder so Stockwerke oder so reinziehen, das habe ich ja noch gar nicht gemacht im anderen. So richtig. Ja, ich hatte die Treppen und dann war's. Ja, das dauert noch. Ups, egal. Ich habe jetzt bei dem Bauernhof da auch ewig. Ich habe halt immer Raum für Raum dran gebaut. Ich wusste ungefähr, wie er von außen aussehen soll. Also von die Front. Ja. Aber innen drin hatte ich gar keine Ahnung. Auch mit Räumen nicht. Und auch beim Dach war ich mir nicht ganz sicher, wie ich es baue und wie viele Stockwerke dann da letztendlich drin sind. Jetzt habe ich ja 2 Stockwerke im Dach drin. Mhm. Und 2 Stockwerke ohne Dach quasi. Ja, wird alles mit der Zeit. Das Geile ist, die Folgen, die gerade rauskommen, ich gucke hier wieder rein, weil ich wissen will, wo wir da genau sind. Wir haben noch nicht mal zwischen deinem Turm und meinem Haus den Weg. Da stehen einfach nur ein paar Bäume rum. Jo, die Folgen sind ziemlich weit zurück. Ja, das ist gruselig. Jo. Schon ein bisschen. Ich glaube hier. Ich war letztes Wochenende. Schwarzwald. Genau. Ja, da habe ich die Folge gesehen. War lustig, wo du da den Baum hochgeklettert bist. Und da gibt's ja so diverse alte Höfe und da habe ich mich etwas inspirieren lassen. Vom Design her. Das finde ich gut. Ja, es sah schon so ein bisschen so aus wie so ein relativ einsam stehendes Gebäude. Das war so ziemlich das. In der 11. Klasse musste ich auch in so einen Kack. Hat mich daran erinnert, nur war das kleiner. Ja, also der. Mal abgesehen vom Stall, der halt da so komisch neben dran steht, entspricht der Hof da so einigermaßen der Optik von dem. Der heißt Rainer Tonis Hof. Gibt's da Geld? Nee. Nee. Allerdings vom alten Teil, also der waren mal ein paar Vollidioten unterwegs, der Hof war 400 Jahre alt. Oh Gott, so also fängt keine gute Geschichte an. Ja, und dann, das war 2006, kamen 2 Vollidioten, die den aus Langeweile angezündet. Alter. Und nicht nur angezündet, sondern die haben auch noch auf 13 Zufahrtsstraßen Bäume umgesägt, dass die Feuerwehr nicht durch. What the fuck? Jupp. Alter, wie. 2 Leute! 2 Leute, ja. Okay. Beide kernbehindert, einer noch kernbehinderter, weil der war nämlich die. Forst-Azubi irgendwie beim Forstamt. Und naja, also die hatten die nach 3 Tagen. Ja. Weil der mit seiner Motorsäge die Bäume umgesägt hat und die wahrscheinlich, weil sie überrascht worden sind, die in einem Baum stecken lassen hat. Und die sind natürlich alle registriert. Das heißt, die mussten nur gucken, wem gehört diese scheiß Säge und dann haben sie ihn gehabt. Ja, aber da siehst du mal. Wäre der intelligent genug gewesen, die Säge mitzunehmen, hätten die dann bekommen? Wahrscheinlich nicht. Das ist halt unglaublich eigentlich, wie leicht du damit fertig werden könntest, so ein Bullshit zu machen. Das Ding ist, da war ja kein Diebstahl, das war ja nichts, was denen was gebracht hat. Die haben nur Scheiße gebaut. Aber das hätte die. Ja. Und das Blöde ist ja, selbst als die gefasst wurden, das werden die niemals zurückzahlen können. Nö, also, die saßen erstmal ein paar Jahre im Knast. Verständlicherweise und verdient. Und den Rest von ihrem Leben werden sie den Schaden abzahlen müssen. Ja, aber selbst das wird nicht reichen.
Nee, das wird, die werden ihr in ihrem Leben damit nicht fertig werden. Weil der Hof war halt, weil er entsprechend alt war und teilweise sogar saniert war und denkmalgeschützt und als Kulturerbe und keine Ahnung was eingetragen. Um die 3 Millionen Euro wert. Ja, was heißt, die können den besten Job der Welt haben und trotzdem werden sie arm leben, weil sie theoretisch müssten sie mehr zahlen, als sie jemals bekommen. So ist es. Und das Ding ist halt, die Versicherung hat den Schaden natürlich bezahlt. Die Versicherung nimmt die dann aber natürlich in Regress und will das Geld von denen wieder haben. Ja, logisch, aber da kommt nicht viel bei rum, glaube ich. Ja, aber sie werden halt zahlen müssen.